So, Kinders, Angry Bot is back in school und es geht weiter mit der Star Citizen Flight School. Und unser heutiges Thema ist eine Technik, die sich IFCS nennt. Und das ist eben dafür zuständig, eure Befehle in Bewegung umzusetzen. Und IFCS steht für Intelligent Flight Control System. Ja, das ist Thema 3 des ersten Themenblocks Flugphysik, Mechanik und Schiffe. Also das Video 1.3. Und wie üblich werde ich euch erstmal erklären, was der Begriff zu bedeuten hat. Und wie gesagt, im Englischen steht der Begriff für Intelligent Flight Control System und zu Deutsch ist das intelligentes Flugkontrollsystem. Kann man tatsächlich wörtlich übersetzen. Und das Ganze ist eine Sammlung von Verarbeitungskontrolle und Assistenzsystemen, um eine saubere Kontrolle des Schiffs auch unter schwierigen Bedingungen zu ermöglichen. Und die genaue Funktionsweise ist sehr, sehr schön auf der CIG-Website, beziehungsweise, Entschuldigung, auf der Robert Space Industry-Website beschrieben. Und da habe ich da jetzt einfach mal eine Grafik geklaut, um das Ganze zu erläutern. Und das ist eine schematische Darstellung. Und die Funktionsweise ist eben untergliedert sich in drei Schritten. Die URL, wo ich diese Grafik her habe, die findet ihr unten stehend in pink oder rosa hervorgehoben. Und die Funktion ist folgendermaßen. Ihr erteilt einen Befehl. Das ist Pilot Input. Ja, das bedeutet, ob mit Maus, Tastatur oder Hotas oder Joystick, was auch immer, ihr löst irgendeinen Bewegungsbefehl aus. Zum Beispiel erhöht ihr euren Schub des Hauptantriebs. Dann passiert das nicht sofort. Zuerst wird dieser Befehl an das IFCS, also an das Intelligent Flight Control System, gegeben. Dieses wiederum verarbeitet es unter Berücksichtigung des Schiffs, der jeweiligen physikalischen Bedingungen, der jeweiligen Eigenheiten des Schiffes. Also Schiffe haben unterschiedliche Anzahl an Thrustern, natürlich unterschiedliche Positionierung, Gewicht und so weiter und so fort. Und das alles wird vom IFCS berücksichtigt. Und auch werden aktuelle Sensordaten berücksichtigt. Ja, das ist das, was ihr als Rücklauf hier sozusagen seht, Sensors. Ja. Und das passiert schon vor dem ersten Befehl sozusagen, denn die Sensoren liefern kontinuierlich Daten, ja. Und unter Vermengung dieser Daten, eures Eingabebefehls und so weiter und so fort, wird errechnet, was an die Thruster und an die CMGs, das sind Gyros, ja, zur Stabilisierung sozusagen, oder nicht nur sozusagen, sondern zur Stabilisierung. Das heißt, selbst wenn all eure Schubdüsen weg sind, könnt ihr sehr eingeschränkt natürlich, aber in gewisser Weise noch leicht euer Schiff steuern. Jedenfalls wird das vom IFCS an eure Schubdüsen übergeben und übergeben wird A, für jede Schubdüse eine Ausrichtung und B, für jede Schubdüse die Größe des Schubs oder die Stärke des Schubs. Ja. Und das wäre ja unmöglich durch einen Menschen für jede Schubdüse einzeln zu tun und ja, dafür ist das IFCS zuständig und das ist eben, wie gesagt, der Grund für viele zu meckern und zu sagen, das reagiert nicht sofort und da gibt es Verzögerungen und das IFCS verändert ja meine Eingabe, ich möchte das selber steuern und das ist alles Bullshit. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht, das IFCS verändert nicht eure Befehle, sondern das IFCS setzt eure Befehle um in die physikalische Welt von Star Citizen. Alles andere wäre nämlich Quatsch. So, und damit das Ganze auch verständlicher und etwas nachvollziehbarer wird als die rein theoretische Grundlage, wie gesagt, springen wir jetzt einmal kurz zum Spiel. So, Kenners, im Spiel stellt sich das Ganze folgendermaßen dar. Das ist also eben nicht nur eine rein theoretische Angelegenheit, sondern hat tatsächlich eine Auswirkung auf das Spiel und ist auch im Spiel erfahrbar und sichtbar. Und ja, wie eingangs erwähnt, ist das für viele Grund zu meckern, weil sie das eben nicht verstehen und dann meinen, ja, die Eingabemechanismen reagieren ja gar nicht gut und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle muss man sagen, mit ein paar Updates hat CIG schon nachgebessert, insofern als dass sie die Verzögerungen deutlich verkürzt haben.
Es sind aber trotzdem leichte Verzögerungen drin und man muss wissen, warum das so ist und man muss das verstehen. Und am besten erklärt man das Ganze nicht nur in der Theorie, wie ich das getan habe, sondern eben hier im praktischen Spiel. Und wenn ihr jetzt mal auf die Schubdüsen achtet, die oben um diesen Gun Turret, also um das runde Ding verteilt sind, das sind 4 Stück. Wenn ich jetzt beispielsweise nach unten straven würde, dann richten sich diese logischerweise nach oben aus und geben ihren Schub ab. So. Und diese Ausrichtung, die passiert ja nicht instant, sondern die müssen sich einmal ausrichten. Wenn ich die Taste also drücke, wie gesagt, wird das vom IFCS-System erstmal weitergereicht, und das, bis es bei den Schubdüsen ankommt und die ausgerichtet sind. Das ist praktisch instant. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man eine großartige Verzögerung noch drin hat seit dem Update, aber man muss sich dessen bewusst sein, A, ist das noch nicht fertig, und B, wurde auch schon in Foren von einem Entwickler erwähnt, dass das Ganze nochmal ein bisschen nachgebessert wird, weil das momentan zu reaktiv ist. Also es geht ein bisschen zu schnell. Und ich strafe jetzt beispielsweise mal nach oben. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass die Schubdüsen kurzzeitig auch nach oben gefeuert haben. Und jetzt sehen wir hier nochmal, was im letzten Video erläutert wurde. Wenn ich nach oben strafe und dann loslasse, dann kommt der Gegenschub, um das Schiff wieder zum Steuern zu bringen. Auch das ist eine Technik des IFCS. Ja, also das wird eben durch dieses Intelligent Flight Control System gesteuert. Ich gebe jetzt also hier, oder habe gerade nicht bewusst Gegenschub gegeben, um stehen zu bleiben, sondern das macht das IFCS. Und auch jetzt im Kontext des der Gravitation dieses Planeten, ich glaube, das ist noch nicht im Spiel integriert, aber wenn ihr euch in einem Gravitationsfeld befindet, dann arbeitet das IFCS auch dagegen an, also diese Submechanik des Anti-Gravitation Systems. Also Antigravitationssystem heißt nichts anderes, dass er Schub verteilt, um euch in Position zu halten. Ja, sodass ihr eben nicht auf den Planeten zudriftet und irgendwann aufschlagt, sondern kontrolliert da lang geht. Und das Ganze funktioniert natürlich in jeder Bewegungsrichtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rolle, richten sich die Schubdüsen entsprechend aus. Und ihr seht, dass auch nicht immer alle Schubdüsen verwendet werden und nicht immer in die gleiche Richtung und auch nicht immer gleich stark. Und dadurch ergibt sich ja erst die Bewegung. Die Schubdüsen befinden sich übrigens auch nicht nur hier oben, sondern unter dem Schiff sind natürlich genauso welche, damit alle möglichen Bewegungen auch machbar sind. Und wie gesagt, das Straven geht ja auf 2 Achsen. Und das alles wird vom IFCS gesteuert. Also im Grunde, wenn ich jetzt strafe, ja, sagen wir mal nach rechts, dann ergibt sich daraus ja eine ganze Menge für die Schubdüsen an Aktionen. Sie müssen ausgerichtet werden, der Schub muss mit entsprechender Menge ausgelöst werden, der Gegenschub, damit das Schiff wieder stehen bleibt, wenn ich die Taste loslasse und so weiter und so fort. Und das alles, wenn ihr euch vorstellt, händisch steuern zu müssen, da werdet ihr kläglich scheitern. Das ist einfach, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Viel zu viel Multitasking, also da würden selbst Frauen daran scheitern. Ja, das war jetzt ein bisschen sexistisch trotzdem. Ja, wir wollen ja hier auch ein paar Klischees bedienen. Ja, gut. Das IFCS ist eben genau dafür zuständig. Und verstehen und wissen muss man, dass eben all das, was mit eurem Schiff passiert, und das womöglich aber auch Dinge, die für einen Moment selbstverständlich gelten, nämlich dass euer Schiff still an einer Position gehalten wird, wenn ihr keinen Befehl eingebt, sind eben nicht selbstverständlich, sondern werden durch das IFCS erzeugt und gesteuert. Und das ist bedingt durch das realistische und physikalisch korrekte Flugmodell. Da weise ich nochmal auf das Newton-Video hin, wo das genau erläutert wird. Ist das auch unbedingt nötig. Und ja, das Ganze hat noch ein paar assistive Technologien, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Denn dazu gibt es separate Videos, und wenn ihr jetzt einfach mal schaut, rechts oberhalb des Radarballs, da steht Coupled G-Safe und durchgestrichen Comstep. Ja, und das sind assistive Technologien, die eben auch vom IFCS oder eben dem IFCS angehörig sind, ja. Und zu jedem dieser Modi wird es ein separates Video geben. Der ein oder andere weiß, dass ich schon ein How-To-Video dazu gemacht habe, aber im Kontext der Flight School wird das Ganze nochmal detailliert erläutert und vor allen Dingen auch auf den aktuellen Stand gebracht. Gerade beim IFCS weise ich nochmal darauf hin, dass es
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vieles als Work in Progress markiert. Es ist ja bei einer Pre-Alpha sowieso im Grunde alles, aber gerade da kann und wird sich noch einiges ändern. Aber auch hier gilt, ich werde aktualisieren, wo es notwendig ist und euch natürlich mit den jeweils aktuell richtigen Informationen versorgen, so gut es mir möglich ist. Und ja, ich hoffe, das war erstmal eine verständliche Erläuterung. Wichtig ist, dass ihr auch eben versteht, wenn euch eine Schubdüse fehlt. Also ihr habt hier beispielsweise oben 4. Ja, wenn euch eine fehlt beim Straven beispielsweise, dann würdet ihr ja ungleichmäßig straven, weil die Schubdüsen so verteilt sind, dass sie den Massemittelpunkt eures Schiffes optimal bedienen. Ja, deswegen werden die 4 gleichermaßen ausgelöst, um euch gerade nach unten zu bewegen, also nach unten zu straven. Wenn jetzt eine fehlt, dann muss das ausgeglichen werden. Dann müssen andere Schubdüsen mehr leisten, also beispielsweise, wenn jetzt vorne rechts die Düse wegfallen würde, weil sie einer abgeschossen hat oder abgerammt hat oder wie auch immer, dann müsste die hinten links mehr Leistung bringen. Und auch das macht das IFCS für euch. Und da kommen wir auch schon zu den Hausaufgaben, denn dann steuert sich das Ganze auch etwas anders. Ja, und diese lauten für diese Woche: Übe das Fliegen deines Schiffes in beschädigtem Zustand bzw. mit reduzierter Schubdüsenzahl. Denn das ist ja genau das, wo bei euch das IFCS hilft. Aber trotzdem muss das geübt werden, weil das Schiff sich dann anders verhält. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder etwas lernen und mitnehmen und viel Spaß beim Üben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.